Ein natürlicher Lippenaufbau bei einer Patientin, wo das Ergebnis etwas schwieriger zu bekommen ist. Und zwar liegt das natürlich daran, jede Frau wird jetzt das erkennen, die Lippen sind übermalt, sie hat einen Lippenkonturtattoo da bekommen und das leider an der falschen Stelle, sodass dann hier nachgearbeitet werden muss. So, das ist natürlich auch jetzt für die Patienten an der mittleren Stelle, auch wenn sie jetzt gerade lacht, etwas schmerzhaft. Und das Ergebnis wird man hier nach 10 Tagen sehen. Aber das sind natürlich die Fälle, die etwas schwieriger sind und wo wir jedem empfehlen, lieber einen natürlichen Lippenaufbau durchführen zu lassen, statt solche Permanent-Make-ups an die Lippen zu setzen, die dann absolut künstlich wirken und wo die Korrektur sehr schwierig wird.